Hallo, mein Name ist Joji Hattori und ich bin erster Gastdirigent vom Wiener Kammerorchester. Ich habe das Vergnügen, die neue Serie Primetime künstlerisch zu leiten. Weil die Konzerte um 20.15 Uhr anfangen, so wie die Primetime-Sendungen im Fernsehen, aber auch weil wir die Konzerte ein bisschen wie eine Fernsehsendung moderieren und präsentieren möchten. Naja, wir werden sicher einige ungeschriebene Regeln der klassischen Musik brechen, indem wir das Konzert wie ein Hauskonzert gestalten. Das bedeutet, ich werde mit dem Publikum plaudern, die Solisten vielleicht befragen, bevor sie überhaupt anfangen zu spielen, wie sie interpretieren möchten. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht kurze Abschnitte zweimal spielen, einmal schneller, einmal langsamer, und das Publikum befragen, was ihnen besser gefallen hat. Auf jeden Fall wird das ganz anders als normale Konzerte und sicher sehr lebendig. Als Solist präsentieren wir immer einen großartigen Künstler aus der ganzen Welt, der aber sein Debüt in Wien gibt, der noch nie in Wien gespielt hat vorher. Beim ersten Konzert fangen wir gleich an mit einem Pianisten, der den großen Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau 2015 gewonnen hat, Dmitri Maslejew. Und weil er sich das erste Schostakowitsch-Konzert ausgesucht hat, was eigentlich ein Doppelkonzert ist für Klavier und Trompete, haben wir als Bonus einen zweiten Solisten dabei, nämlich eine der größten Trompetentalente Europas aus Deutschland, Simon Höfele. Beim zweiten Konzert haben wir einen Hornisten, Félix Dervaux, einen französischen Hornisten, der mit 23 die erste Hornstelle beim Royal Konzertgebauorchester in Amsterdam gewonnen hat. Ein ganz toller Musiker. Und schließlich beim dritten Konzert ist unser Solist ein Kontrabassist, ein Instrument, das vielleicht nicht so oft als Soloinstrument auftritt, aber Dominik Wagner aus Österreich. Er wird unter anderem vom Konzerthaus im Rahmen des Programms Great Talents gefördert. Ich freue mich sehr auf euer Kommen. Ich garantiere euch, dass wir hochwertige klassische Musik einmal anders präsentieren werden.